Kollegen, wir brauchen passende Farben. Mit Hilfe von Bobs Aufzeichnungen und unter Berücksichtigung meines fotografischen Gedächtnisses kann ich bestätigen, dass wir genau diese Farben brauchen. Selbst meine Bilder im Kunstkurs male ich mit einem Pinsel. Wir haben alle Malutensilien komplett. Höchste. Lasst mal den Künstler machen.
hier müssen wir noch mal ran. Gute Arbeit. Hans Jorgensons Kunstwerk ist wie neu. Na bitte, meine Künstlerkarriere ist um ein feines, wenn auch geheimes Machwerk reicher. Ich bin's, Kelly. Es tut mir ja so leid, aber aus meiner Mail ist eine Rundmail geworden. Und nun kennen alle aus meinem Adressbuch das Kragenfoto. Peter, kannst du mir noch mal verzeihen? Wenigstens haben wir jetzt eine Erklärung dafür, wieso Fremde Kenntnis von meinem Foto haben. Ich kann dir gar nicht böse sein. Geschehen ist geschehen. Danke, Peter. Du bist der Beste. Alle Achtung, Peter. Aber nun kommt. Der Zaun ist gerettet. Also, zeigen wir Mr. Jonas, was Jorgensen ihm geschickt hat. Die Flummis können sonst wo auf dem... Na sowas, ein Brief von Hans Jorgensen. Er bedankt sich für meine Einwilligung zu seinem neuen Projekt, das Gebrauchtwarencenter im Zeitraffer. Stimmt ja, Hans hat irgendwo eine Schnappschusskamera installiert. Das habe ich glatt vergessen. Hans Jorgensen seine Kamera angebracht. Ich erinnere mich nicht, hätte ich nur Mathilda eingeweiht. Juhu! Jungs! Wenn man vom Teufel spricht. Hier kommen noch mehr Flummis! Jungs, kommt doch mal her! Oh Mann. So langsam habe ich den Eindruck, wir werden dressiert. Gerade habe ich mit Hans Jorgensen telefoniert. Er hat die Kamera in der Terrakotta-Eule versteckt, oben bei der Dachrinne. Wenn die Kamera Bilder vom Schrottplatz macht, zeigen sie vielleicht, wie der Unfall mit den Flummis zustande kam. Ihr glaubt auch nicht, dass Miguel Cervantes ein Unschuldsengel ist, stimmt's? Lasst uns die Kamera finden, dann sehen wir weiter. Oh, Justus knetet seine Unterlippe. Worüber denkst du nach, Erster? Vom Fenster oben komme ich nicht an die Terrakotta-Eule heran. Vielleicht über die Fassade? Ich finde Freeclimbing ja cool für formvollendete Extremsportler wie dich. Wenn es bloß eine Methode gäbe, die weniger Kondition verlangt, oder Justus? Thank you.
Die Flummis können sonst wo... Kein Wort zu Mathilda wegen der Kamera. Für heute habe ich genug Ärger. Bekommt ihr kein Taschengeld oder was ist das Problem? Was denn Tante Mathilda über den Riesenkraken? Wenn die Angelegenheit mit dem Kunden...